Eine 36-Jährige war am Mittwochnachmittag kurz nach 16.30 Uhr zusammen mit ihrer 5-jährigen Tochter auf der Karlsbader Straße nahe Eibenstock verunglückt. Zwischen Eibenstock und Wildenthal kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sie sich mit ihrem VW Golf auf dem angrenzenden Feld. Während die Tochter leichte Verletzungen erlitt, musste die Mutter im Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Der Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro.